Dem deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt ist im vierten Saisonspiel der Champions League der zweite Sieg gelungen. Gegen den noch punktlosen ukrainischen Serienmeister HC Motor Zaporozhye setzte sich das zu Spielbeginn nervös und fahrig agierende Team von Trainer Mike Machula dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 31:24, 13:11 durch. Man sieht, was zwei Niederlagen mit der Mannschaft machen. Wir waren teilweise nervös und unsicher, haben uns am Anfang unheimlich schwer getan. Der Kopf ist unheimlich wichtig im Sport. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen dann besser genutzt, sagte Machula bei Sky. Die Unruhe im Flensburger Team hatte der Außenseiter mit einer aggressiven Deckung zunächst ausgenutzt. Nach 20 Minuten und vielen Flensburger Fehlwürfen und Ballverlusten führte Zaporozhye 9:7. Erst eine laute Ansprache von Coach Machula verhalf dem Champions-League-Sieger von 2014 kurz vor der Pause in die Spur. Mitte der zweiten Halbzeit schwanden bei den Gästen die Kräfte. Dies spielte Flensburg in die Karten. Angeführt vom norwegischen Top-Torschützen Magnus Rott 8 Tore, zogen die Norddeutschen auf 23:17 davon und bauten den Vorsprung bis zum Ende aus. SG Flensburg-Handewitt, HC Motor Zaporozhye, Ukraine 31:24, 13:11 Tore, Röth 8, Gottfriedsen 5, Jündl 4, Swan 4, Bayerns 2, Glandorf 2, Jepsen 2, Zach Ariassen 2, Schmidt 1, Berger at 1, für Flensburg, Patzkowski 6, Kozakujic 4, Puchuski 4, Soroka 3, Denzo 2, Donzo 2, Babitschow 1, Buinenko 1, Malas Inskas 1, für Zaporozhye Zuschauer 3309.